Kommt das Herz aus dem Takt, helfen Herzschrittmacher. Und ein besonders kleines Modell dieser Schrittmacher ist jetzt in Deutschland zugelassen worden. Kaum größer als eine 1-Euro-Münze und ausgesprochen leicht. Der kleinste Herzschrittmacher der Welt hat für Patienten viele Vorteile. Steffi Moritz erklärt uns das Ganze. Hannelore Leonhardt fühlt sich mit 73 Jahren topfit. Auch dank eines Herzschrittmachers, denn ohne ihn würde ihr Herz aufhören zu schlagen. Doch vor ein paar Wochen bekam sie eine schwere Entzündung. Irgendwie ist das ein bisschen komisch hier drin. Ich durfte mit dem Finger nicht hier oben lang fahren oder hier unten lang. Das war, als wenn das so feuern würde. Wie Feuer hat das gebrannt. In der Dresdner Uniklinik stellte Dr. Christopher Piakowski fest, die Sonde, die zum Herzen führt, hatte eine Entzündung verursacht. Hannelore Leonhardt braucht schnell ein neues Gerät, aber sie bekommt diesmal ein ganz anderes. Sie bekommt den neuen, weltweit kleinsten Herzschrittmacher eingesetzt. Ich hoffe, dass es gut geht, dass keine Probleme hinterher auftreten. Und es kann auch keine Entzündung mehr kommen, haben die mir gesagt. Weil keine Sonden drin sind, die sind gleich an dem kleinen Gerät dran. Und ich denke, das wird funktionieren. Und genau das sind die großen Vorteile des kleinen Geräts. Dr. Piakowski vom Dresdner Herzzentrum ist einer der wenigen Ärzte in Deutschland, die die kleine Kardiokapsel einsetzen dürfen. Die Vorteile liegen für ihn klar auf der Hand. Der Eingriff an sich ist kleiner, der ist für den Patienten schonender. Und es ist ein System, was anders als herkömmliche Herzschrittmacher ohne Kabel auskommt. Und wir wissen heutzutage, dass die Herzschrittmachersonden, die Kabel, die in das Herz führen, eine der wesentlichen Schwachstellen der Herzschrittmachertherapie sind. Der neue Mini-Herzschrittmacher wird nicht mehr über die Schulter eingesetzt, sondern nur noch durch einen kleinen Schnitt an der Leiste. Früher hatte eine OP viele Risiken. Bei der Erstimplantation solcher Sonden kann es sein, dass man bei der Platzierung die Lunge verletzt, wenn man das Gefäß punktiert. Man kann mit diesen Sonden die Herzwand durchbohren bei der Platzierung. Was wir heutzutage sehen, sind eher so Probleme im langfristigen Verlauf. Im langfristigen Verlauf können diese Sonden brechen, die Isolationen können kaputt gehen. All diese Gefahren gibt es bei dem Winzling nicht mehr. Einziger Wermutstropfen. Bisher gibt es das Gerät nur für Patienten, die einen Einkammerschrittmacher benötigen. Hannelore Leonhardt gehört zum Glück dazu. Das ist der vierte Eingriff, den wir hier in Dresden machen. Wir machen das mit einer ganz, ganz großen Ruhe. Ne? Man könnte das auch alles wahrscheinlich doppelt so schnell machen, aber das ist nicht das Ziel. Ne? Das Ziel, Ruhe und Sicherheit. Und im Augenblick bin ich sehr zufrieden. Der ganze Eingriff dauert etwa eine halbe Stunde, ist an sich unkompliziert. Mit einer Art Katheter wird die kleine Kardiokapsel in die rechte Herzkammer gebracht. Der Schrittmacher sitzt jetzt frei im Herzen und hängt nur noch am Seil. Das kleine Gerät wird mindestens 10 Jahre lang arbeiten, deutlich länger als ein herkömmlicher Herzschrittmacher, bei dem die Batterie schon nach 7 bis 8 Jahren gewechselt werden muss. Dann ist es Zeit, den letzten Faden zu lösen und das kleine, lebenswichtige Gerät sich selbst zu überlassen. So, und jetzt arbeitet der neue. Ich bin sehr froh. Also es hat exzellent geklappt. Der Schrittmacher hat exzellente Messwerte, der Passagier des Schrittmachers raus. Die Patientin wird einen großen Nutzen davon haben und es hat alles problemlos geklappt. Ich bin sehr froh. Und erleichtert? Ja. Der alte Herzschrittmacher liegt noch auf Frau Leonhardts Schulter. Er hat ausgedient. Für sie beginnt nun ein neues Leben.